Leute, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Ja Leute, letzte Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir sind ja nach Seattle gekommen, haben uns am Schluss noch mit ein paar Infizierten. Waren noch am Schluss da ein bisschen, wo wir einmal verreckt sind. Alter. Benny, die WWF gewählt, die Stadt kann jetzt jeden Tag fallen. Und wenn du Peter nicht verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen. Bis vor kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist. Aber nach dem Marktmassaker am Donnerstag begreif ich nicht mehr, wie du alles ins fehlgeleitete Mörder nennen kannst. Diese Leute wollen nur etwas zu essen für ihre Familie. Und seit heute werden Leute wegen Volksverhetzung ausgewiesen. Das ist ein Todesurteil. Hör zu, du hast noch Zeit, ich werde für dich bürgen. Triff mich am Freitag um 2 Uhr im Rassenkaffee allein. Bitte komm, ich weiß, dass du es begeistert ist. Aber es ist der einzige Weg, deine Freundin Sandra. Ihr wart selbst schuld, nehme ich an. Okay, das war das da. Okay, wo zum Teufel geht's weiter? Ah. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? Ach Scheiße, was? Dann lass uns da runter. Was? Ja, ich hab falschen Knopf gedrückt. Scheiße, ne? So schnell kann das passieren. Ach, fuck, Alter. Das ist so ein scheiß Tod. Ach, nee, was? Das hat alles nicht genommen, was ich eingesammelt hatte. Ah, fuck, man. Nur gegen so ein scheiß Tod. Oh, leck mich. Ah, okay. Dann sammeln wir es nochmal kurz ein, dass die Sachen. Ah, Schatz. Ey, das ist so ein Scheiß-Tod. Mann. Komm. Perfekt, okay. Das sollte ich eigentlich nicht machen, so, aber egal. Scheiße. Ah, ja, Leute, so schnell kann es passieren. Oh, das glaub gar nicht. Machete. Ja, okay. Okay, jetzt können wir gehen, ne? Diesmal den richtigen Knopf drücken. Okay, wo war das jetzt hier? Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? So stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Mann, was? Ich hab doch X gedrückt. Was ist für eine Scheiße, Mann? Ja, leck mich, Alter. So, muss ich immer wieder einsammeln. Ach, come on. Ey, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Doch scheiße, Mann. Oh, Leute, tut mir leid, das ist so ist aber. Ich kann nicht mehr als X drücken, Mann. Das ist doch bescheuert, ey.
Hi. Was hast du für mich? Das könnte nützlich sein. Gib das her. Fick. Das ist doch ein Scheiß gerade, Mann. Ich schwör, aber ich kann ja nicht mehr als X drücken. Vorsichtig. Ach. Ey! Glaub es nicht. Ey, ich flippe hier gleich aus. Oh, leck mich doch, fett, ey. Alter Schwede. Wie kann man sich so bescheuert anstellen? Wie? Sag mir das mal einer. Wie? Ich hab das Gefühl, Parkhaus war noch mehr infiziert. Das könnte nützlich sein. Ja, sag's noch ein paar Mal. Ich verstehe mich noch mal so blöd an. Muss ich überhaupt runter? Ich weiß nicht. Ja, scheint so, ne? Lol, Wasser. Ich wusste es. Das war zu laut. Das war zu laut. Geht das? Jo, ich kann Klick mit der Machete zer... Wenn man mich nicht zerfickt, Alter. Nicht mehr aus die scheiß Machete drücken, dass sie schlägt! Ich raste hier gleich aus! Was ist das für eine Fick, Mann? Ja, weg hier, Alter. Wow! Lass ihn in Frieden! Ah! Scheiß Klicker! Ah, Munition! Mann, verfick dich! Ey, verpiss dich doch, Junge! Was? Klicken! Ich
Halt! Scheiße. Ich glaube, das war's jetzt. Die Fedra-Typen sind mir aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Junge. Alter, nee. Ist zu krass. Unser Benzin. Ach, komm schon. Leer. Echt jetzt? Der Riesentank? Ja, komplett leer. Kann man nicht wie im ersten Teil aus dem Auto sagen. Hat mir so einen Schlauch bei Left Behind mit Ellie. Leck mich am Zückelchen. Dina, ich komme. Komm schon! Okay, lass uns. Gut gemacht, Babe. Danke. Okay. Streich das Gericht von der Liste. Finden wir diese Kuppel. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Gut. Das hätten wir. Zumindest ist es hier friedlich. So seltsam, in einer Kurzzeit keine Trucks zu hören. Oder Schüsse und Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Wir hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Geil. Scheiße. Ja, noch mehr, noch mehr. Wirklich, schau wirklich in dies. Wirklich alles mitzunehmen, wo geht. Hey Davis. Such in unserem alten WWF-Versteck nach vorne. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in diese Ruine. Und mach dir keine Gedanken wegen Benzin, wir kümmern uns darum, Mike. Joel nicht verrückt nach Kaffee? Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Hab's nie kapiert. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Ja, noch eine Karte. Was für Kenner. Und noch ein bisschen Leben, geil. Oh ja, die haben ja auch keine Munition mehr. Haha, geil. Ey, die sind so geil ausgerüstet. Können noch Molit herstellen, was jetzt. Ja, machen Molit. Ah, und dann noch ein Leben. Perfekto! Junge, kann ich mehr als ausweichen? Erschreck mich noch mal so auf dem Klo. Schlüssel. Was ist das? Bruder. Hier. Ein Schlüssel. Barkus steht drauf. Ich glaube, der gehört zu der Tierhandlung, bei der wir vorhin waren. Sehen wir doch mal nach.
Meine Fresse, Alter! Ich glaube, da waren wir schon. Ein Ort vollständig, perfekt. Schön, dass wir ein Zuhause haben, oder? Ja. Als ich in Jackson ankam, war ich überwältigt von all den Leuten. Ich war überwältigt von all dem Essen. Ich weiß noch, wie ich mich anfangs vollgestopft habe. Ich habe Essen für später eingesteckt, als ob es bald keins mehr gäbe. Ich hab's gesehen. Ach, du hast du nicht. Moment, jetzt. Hast du nicht. Ah, jetzt geht mich so rum. Weiß, nee, Moment. Ich dachte, wer ist das dürre Mädchen, das das Trockenfleisch klaut? Ich habe nicht so viel Trockenfleisch geklaut. Was? Was hat er? Ach du Scheiße. Eli. Da und dann rechts ist noch was. Auch noch so ein Fragezeichen. Was? Was willst du, Schimmer? Was du nicht sagst. Oh nein. Ellie, Schimmer sagt, wir sollten eine Bäckerei suchen. Warum? Sie will fragen, ob sie Stuten haben. Ich habe ein Monster erschaffen. Das ist ganz allein deine Schuld. Das ist ein Safe. Was? Verwendet den Torcode. Was? Verwendet den. Moment. Wo sind wir hier? Gate West 2. Hallo, wo sind meine Codes? Kontrollierte Torcodes da. S2, hä? Oder was ist jetzt West2 oder East2? 3545 oder 041? West2, okay, Moment. Alter Schwede. West2 0451. Perfekt. So. Gute Plünderungsaktion. Und noch eine Karte, noch eine Sammelkarte, perfekt. Hallo! Jetzt nicht zeichnen. Das hätten wir, dann gehen wir jetzt zur Tierhandlung. Würde ich mal sagen, ne? Okay, wo müssen wir jetzt? Runden, da nach unten und links. Hey, das Gebäude da hinten hat eine Art Kuppel. Ja, du hast recht. Ist jetzt auf der Karte. Da ist hier und rechts. Ja, perfekt. Und? Komm. Ja, perfekt. Mist, ich hab's. Mist. Scheiße, was ist das hier? Irgendeine WLF-Sache. War da noch was? Nee. Geil. Ach, was kann ich jetzt? Das wird geil. Ja. Wer?
Die Wildkatzen, die ich hatte, bevor ich nach Jackson kam. Aber sie wollten irgendwie nicht mitkommen, also... Ich vermisse die kleinen Tiger. Hast du Haustiere? Nein, das war noch nie mein Ding. Wenn wir hier fertig sind, können wir dir vielleicht ein kleines Haustier besorgen. Okay, gut. Plündern, plündern, plündern. Was ist das denn? Was ist das? Das sind Angriffspläne für einen Fedra-Konvoi. What? Dieser Ort muss uralt sein. Ja. Ich glaube, hier war seit Jahren niemand. Wir könnten es uns ansehen. Ja, keine Mine. Das nächste da ist. Ich glaube, wir haben hier alles geplündert, ne? Value Fangs. Sie hat uns für scharfe zeigte Zähne. WLF-Propaganda. Erinnert mich an die Fireflies in Boston. In New Mexico auch, da gab es diese Ravens. Beschützer der Verfassung, so nannten sie sich selbst. Das haben wir mal 124, okay. Bessere Gesundheit. Lauschungsbewegung Geschwindigkeitsstufe 2. Hatte R1 gedrückt, um nahe Gegner durch Wände zu spüren. Ja, das. Perfekt. Haben wir fast alles an Gesundheit. Glaub, hier haben wir alles. Verbessert. Gut, das hätten wir, ne? Okay, Moment. Dort oben rechts ist noch eins. Da neben das Gebäude nebenan. Ich habe das Gefühl, die unteren Seiten auch noch voll leer sind. Dann links dort. Hey, hast du eigentlich Angst? Weshalb? Nach allem, was Moment, wir die Gebäude nebenan. Haben, wie wäre das jetzt da rechts? Als ich dachte. Das ändert rein gar nichts für mich. Wir müssen nur vorsichtiger sein. Hey, Musikladen Valiant. Wollen wir Vorräte suchen? Ja, wenn wir reinkommen irgendwo, dann gerne. Musik. Okay, was hast du nochmal gesagt? Ja. Also jedenfalls, wenigstens wissen sie nicht, dass wir kommen. So sieht's aus. Alles wird gut gehen. Ich weiß. Da, wo komme ich hier rein? Nein, ist nicht da die Treppe. Wie komme ich in diesen Musikladen? Ah, ja, durch die Tür vielleicht, ne? Mann, stell dir vor, wie es hier früher gewesen ist. Konnte rumhängen, Instrumente ausprobieren. Mit dem Zeug hier könnte man eine Band gründen. Du kannst doch gar nicht spielen. Ich meine, das kann schließlich nicht so schwer sein. Ja, noch eine Spielkarte. Alter, diese Karten sind im Moment überall. Okay. Was, yo? Hör dir das an. Oh, wow. Das war ein interessanter Sound. Also bitte. Ich bin ein Naturtalent. Gib's zu. Ey, hallo. Ich liebe dich. Ich will. Wie auch immer. Wir gründen eine Band. Wie wär's, wenn du mein Groupie wirst? Dein was? Oh, okay. Bands hatten diese Hardcore-Fans, die ihnen überall hingefolgt sind. Nicht schon? Ich schätze schon. Mhm. Gibt's hier nichts? Ah, ja, was sind wir hier?
Moment, wir haben hier noch nicht alles gesehen, ne? Wir gehen da gleich nochmal rein. Das ist leer. Verdammt. Ein weiter Tag im Paradies. Wow. Ja, lol, Tagebuch. Zeige mal. Ah, ich hab Schimmel gesehen. Ah, okay. Ich schreib das auf. Ich gehe doch gleich noch mal rein, dort haben wir noch nicht. So einen habe ich lange nicht gesehen. Heißt das nicht, was, getestet? Der ist hier wohl nicht zu holen. Ich bin ein bisschen infiziert, sondern nicht. Jo, Alter, endlich. Ne Werkbank. Ne Werkbank, endlich halt. Jetzt die Frage, deinen Revolver. Alter. Ich nehme das Reptilgewehr. Gehen jetzt mal auf Revolver, mal gucken. Feuerrate, Stabilität, Nachladegeschwindigkeit oder der Schaden. Feuerrate wäre schon geil, ne? Und dann? Ich glaube, wir bleiben beim Revolver. So. Perfekt. Da ist er auch aufgerüstet. Das ist gut. Bevor wir hier reingehen, gehe ich noch mal kurz zurück. Ne? Zeig mal kurz auf die Karte, was ist. Alter, wenn man da zum. Was weitergeht? Komm, nee. Zurück zum Musikladen kurz. Dort habe ich noch nicht alles. Dort haben wir noch nicht alles. Das ist auch mal gar nicht nur zu erkunden. The Sick Habit. Na, so ähnlich. Okay, wir haben sie uns ja auch nur etwa 100 Mal angehört. Ich hab dir das nur angehört, weil ich dich süß fand. Oha. Unten haben wir eigentlich alles abgesucht. Einfach hier oben. Ah, fuck. Alter. Kennst du das Lied noch? Das ist doch das, wo Joel ganz am Anfang Ellie vorgespielt hat.
Bei der letzten Folge. Ja, genau das. Was war das? Gar nichts. Na, gar nichts klingt ganz gut. Weißt du noch die Nacht am Lagerfeuer? Ja. Du hättest mich küssen sollen. Ich auch. Okay. Wir sollten weiter. Ja. Alter Schwede. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, an dieser Stelle, Freunde, machen wir der nächsten Folge weiter, ne? Aber warum? Abgeschlossen und noch alles durchsucht. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Ja, alles durchsucht eigentlich. Perfekt. Ja, Mann. Abgeschlossen. Und jetzt. Moment, was haben wir jetzt alles? Oben rechts ist noch eins, ne? Und unten sind auch noch ein paar. Das Gefühl, da kommen auch noch Sachen. Ja, dann geht unsere Erkundungstour dann in der nächsten Folge weiter, ne? Aber, wir haben die Folge beenden, Leute. Kurz schauen, ob ich trotzdem noch was verbessern kann. Ich habe doch jetzt noch Teile eingesammelt. 17. Ah, das ist nicht der Weg, haha. So eine Verarsche. Ich habe gemeint, was hier kommt dann. Okay, Freunde, ja, in der nächsten Folge gehen wir nach unten und dann oben rechts müssen wir auch noch klar machen, ne? Bevor wir da das Eingekreise machen, wo es Benzin geben sollte, ne?
Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und sonst würde ich sagen, was für diese Folge euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, nächstes Mal. Ciao!